Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung in der Vorlesungsreihe Biodiversität. Wir sind jetzt bei Video 20 angelangt und wollen uns mit dem Langschnabel-Igel Zaglossus befassen. Aber zuvor noch ein kleiner Hinweis: Wie auch in der letzten Vorlesung dazu schon angekündigt, wird dies die letzte Vorlesung sein, in der wir die alte Kladistik verwenden. Denn im September 2022 wurde diese umgestellt und das hat teilweise sogar sehr weitreichende Wirkungen, selbst sogar hier schon bei den Langschnabeligeln. Da wir allerdings mit der Systematik angefangen haben und ich jetzt nicht einfach innerhalb der Gruppe umstellen möchte, was niemals gut ist, behandle ich die jetzt noch nach der alten Kladistik, zeige euch aber, wie es in der neuen wäre, und ab der nächsten Vorlesung, wenn wir dann diese Gruppe der Schnabeligel und Ameisenigel verlassen haben, dann können wir mit der neuen direkt anfangen. So, jetzt arbeiten wir aber erstmal die Langschnabeligel ab. Die kommen erst einmal ganz in Neuguinea vor und sind mit einer Körperlänge von bis zu 1 Meter deutlich größer als ihre verwandten Kurzschnabeligel und mit 16,5 Kilogramm auch deutlich schwerer als diese. Das reicht natürlich als Unterscheidungsmerkmal jetzt nicht besonders, denn ja, je nachdem wie alt das Tier ist, kann natürlich auch schon allein deswegen die Größe variieren. Es gibt aber zwei bessere Unterscheidungsmerkmale. Das wichtigste ist zugleich das namensgebende Merkmal, und zwar die lange Schnauze, die mehr als 7 cm lang und nach unten gebogen ist. Daran kann man das schon mal gut unterscheiden. Und die zweite Sache sind die Stacheln. Die sind deutlich kürzer und sind deutlich auch vereinzelter angeordnet. Langschnabeligel haben 3 bis 5 Krallen, wobei die fünfte Kralle immer zurückgebildet ist. Kurzschnabeligel haben das nicht, die 5 Krallen sind immer ausgebildet. Aber bei Langschnabeligeln kann die vierte oder auch die fünfte zurückgebildet sein. Um ihre bevorzugte Beute, Regenwürmer, zu erjagen, haben sie eine lange, klebrige Zunge, die mit Widerhaken versehen ist. Da können sie die wunderbar aufpieksen. Und sie bewohnen Wälder und Hochgebirge bis 4000 Meter Seehöhe und werden bis zu 31 Jahren alt. Man sagt allerdings als Faustregel ungefähr trotzdem 30 Jahre. 31 ist schon so eher die Ausnahme. Damit kommen wir zu ihrer Taxonomie. Da gibt es erstmal die Art Zaglossus robustus, die ist ausgestorben. Also der robuste Langschnabeligel wäre die Übersetzung. Dann den Barton-Langschnabeligel Zaglossus bartoni. Die Art des Riesenschnabeligels Zaglossus hacketti. Der westliche Langschnabeligel Zaglossus bruigini. Und last but not least der Attenborough-Langschnabeligel Zaglossus attenborougui. Anfangen tun wir mit den Barton-Langschnabeligel. Diese kommen in Neuguinea in Höhen ab 2000 Meter vor und sie sind als vulnerable, also als gefährdet eingestuft. Das heißt, sie sind jetzt noch nicht vom Aussterben bedroht, aber sie gehören zu denen, die eventuell bald aussterben könnten. Zur optischen Darstellung mal im Vergleich. Der Mensch wiegt im Durchschnitt 70 Kilogramm, sagt man. Die wiegen nur 10 Kilogramm. Werden etwa 30 Jahre alt und erreichen eine Länge, auch wenn ich sicher gedreht habe, zur Höhe, weil wir ja auch aufrecht stehen, was ja eher untypisch ist für Tiere, von 1 Meter. Von anderen Langschnabeligeln oder von der anderen Art, besser gesagt, kann er durch folgende Merkmale unterschieden werden. Die Vorderfüße verfügen über 5, Hinterfüße über 14. Er hat keinen Schwanz, das ist, denke ich, das Auffälligste mit. Er hat dichtes, schwarzes Fell, welches seine Stacheln teilweise überragt. Und sie sind Insektenfresser, also Insektivoren, welche mit ihrer Langschnauze tief in Insektenbauten eindringen können. Natürlich ist letzteres dann eher schwer als Unterscheidungsmerkmal, das ist eher, wenn man das Verhalten beobachtet. Aber ich denke, gerade Fell und der fehlende Schwanz sind ganz einfache Merkmale. Der westliche Langschnabeligel, Zaglossus bruigini, der ist im Westen von Neuguinea beheimatet und er wird als stark gefährdet, endangered, eingestuft. Und obwohl er unter Schutz steht, wird er dennoch wegen seines köstlichen Fleisches gejagt, vor allem von Einheimischen natürlich. Der wird allerdings auch deutlich größer und schwerer, 16,5 Kilogramm. Höhe ist zwar auch 1 Meter, aber er ist wie gesagt schwerer und er wird auch ungefähr 30 Jahre alt. Das ist so ungefähr die Konstante auch für die ganze Gattung. Er kann von den anderen Langschnabeligeln dadurch unterschieden werden, dass er ein Vorder- und Hinterbein nur 3, selten 4 Klauen besitzt.
Fell und Stacheln sind jeweils braun, sodass sie kaum voneinander zu unterscheiden sind. Und seine bevorzugte Nahrung sind Würmer. Der Attenborough-Langschnabeligel, Zaglossus attenborougi, der wird auch als Sir David-Langschnabeligel oder Zyklop-Langschnabeligel genannt und ist in den Cyclopus Mountains in Westneuguinea beheimatet. Also hier ist mal der Name Zyklop-Langschnabeligel nicht bezogen auf ein gewisses Aussehen, dass er was weiß ich, nur ein Auge hat, sondern hier wirklich, wo man ihn gefunden hat. Gefährdungstechnisch wird er als kritisch gefährdet eingestuft, ist also noch nicht vom Aussterben direkt bedroht, aber es kommt ziemlich nahe. Er wird bis zu 10 Kilogramm schwer, auch ungefähr 30 Jahre alt, ist aber ein relativ kleiner Vertreter, er wird nur 0,53 Meter maximal lang. Das Aussterben der Art könnte, wie schon gesagt, schnell geschehen, da es nur in einem kleinen Habitat vorkommt und um sie zu schützen, wurden sogar die einheimischen Völker darum gebeten, die traditionelle Jagd einzustellen. Dazu vielleicht noch ein kleiner Hinweis, bei denen ist das ein kultureller Brauch, wenn diese kleinsten Urvölker sich da bekriegen, dann wird als Friedensangebot ein Schnabeligel gebraten und dem Gegner während der Verhandlung dargeboten. Das heißt, dieses Tier hat auch eine Art rituelle Bedeutung und nicht nur für Nahrungszwecke, was natürlich die Jagd auf es noch deutlich interessanter macht, weil eine Kultur abzulegen ist halt, ich sag mal, schwerer als auf Nahrungsquellen zu verzichten, wenn auch andere zur Verfügung stehen. Er ernährt sich von Ameisen, Insektenlarven, Erdwürmern und Termiten. Und das Männchen ist etwas größer als das Weibchen und hat Sporen auf der Hinterseite der Füße. Jetzt kommen wir zu den Ausgestorbenen. Das erste ist der Riesenschnabeligel Zaglossus hacketti. Und das ist auch derjenige, der bei der Neugestaltung der Systematik, Kladistik hier umgegliedert wurde. Nach der alten ist er halt hier noch als ausgestorbene Art drinnen, nach der neuen hat er eine eigene Gattung. In der alten Kladistik heißt er noch Zaglossus hacketti, aber wie gesagt, in 2022 kam ja die Neuklassifizierung. Er hat eine eigene Gattung namens Muriaclossus bekommen und da den Artnamen Muriaclossus hacketti. Will jetzt auch nicht so sehr darüber diskutieren. Ich finde es, muss ich gestehen, vielleicht ein bisschen forsch, dass man ihn wirklich neu gruppiert hat. Weil, ihr werdet gleich sehen, das einzigste wirklich auffälliges Merkmal, mal davon abgesehen, dass er ausgestorben ist, ist, dass er höhere Beine hat. Das ist ein auffälliges Merkmal, aber ob das schon für eine eigene Gattung reicht und vor allem bei einem ausgestorbenen Tier, lässt sich drüber streiten. Aber es wurde halt von den Experten so entschieden, das nehmen wir jetzt hin. Er ist im Pleistozän, das ist ungefähr 12.000 Jahre vor Anbeginn der Zeitrechnung gewesen, ausgestorben und kam in Westaustralien vor. Er wurde bis zu 30 Kilogramm schwer, war also der größte, schwerste Vertreter, schätzungsweise auch nur 30 Jahre alt und auch die Körperlänge war wahrscheinlich 1 Meter. Also ausgewachsen könnte man ihn neben den hohen Beinen halt auch an seinen, voluminöseren Auftreten unterscheiden, wenn man bedenkt, dass der nächste Verwandte 16,5 Kilogramm maximal haben kann, hat er fast das Doppelte auf den Rippen. Der Riesenschnabeligel zeichnet sich durch deutlich längere Oberschenkel aus, welche folgende anatomische Besonderheiten aufweisen. Grund dafür, gleich mal vorab, ist halt, man hat vermutet, dass er sich im hohen Unterholz besser bewegen konnte, weil er dann halt nicht alles mitschleppen musste, wie als wenn seine Beine kurz gewesen wären. Und diese folgenden als wesentliche Unterscheidungsmerkmale deklarierten anatomischen Merkmale sind selbst für den Fachmann sehr schwer und können natürlich nur anhand eines Skeletts unterschieden werden. Das könnte man nicht in freier Wildbahn. Das heißt, solltet ihr mal einen Schnabeligel sehen, per Zufall, einen Langschnabeligel, wohlgemerkt, der deutlich größer ist als sein Verwandten und dessen Beine höher sind, dann werdet ihr eventuell diese ausgestorbene Art gesehen haben. Wäre nicht das erste Mal, dass man was Neues entdeckt. Vor allem das Gebiet ist auch relativ schlecht erforscht. Ich mache hier wirklich auch mal die Zitation für die Anatomie und versuche das anhand des hier unten abgebildeten Oberschenkelknochens darzustellen. Und vielleicht kann man es dann besser erkennen. Also er hat erstmal einen niedrigen Femurkopf. Das ist das knochige Gebilde oben links. Dann die sehr tiefe Position des kleineren Trochanters. Das ist dieser kleine Knubbel. Relativ zum Kopf, direkt unter dem inneren Rand des Femurs gelegen. Dann der große Trochanter.
der eine hohe Position relativ zum Kopf hat, also nicht zum Kopf des Tieres, sondern hier zum Femurkopf. Ein aufgeweiteter medialer Epicondylus, das ist diese Beugung hier, und schräg orientierte Kondylen. Das sind, ja, ich sage mal so, die unteren Enden des Oberschenkels oder des Oberschenkelknochens. Und die sind dann wohl etwas schräger orientiert. Das erfordert wirklich schon sehr viel Fähigkeit, das zu erkennen. Da muss man schon Anatomie-Experte sein. Das könnte ich persönlich auch nicht, wenn man mir den Knochen hinhalten würde. So, der letzte und auch ausgestorbene ist der robuste Schnabeligel, Zaglossus robustus. Über den ist eigentlich nicht viel bekannt, weil es kaum Fossilien gibt. Man weiß nur, er ist im mittleren Miozän, das war ca. 13 Millionen Jahre vor Anbeginn der Zeitrechnung, ausgestorben und kam in Gurgaon, New South Wales, Australien vor. Und damit sind wir mit den Langschnabeligeln und der alten Kladistik durch. Und wie immer hoffe ich, es war für euch interessant, auch wenn es jetzt teilweise wirklich sehr ins Detail ging, besonders bezüglich der Anatomie des ausgestorbenen Vertreters unseres riesen Langschnabeligels. Aber wie immer würde ich mich natürlich über einen Like freuen. Ein netter Kommentar hilft mir auch immer sehr. Dann sehe ich, was euch gefällt und was nicht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim nächsten Video. Macht's nicht gut, macht's besser. Habt noch einen wunderschönen Tag und tschüss.